Namen und ich bin Sailor V German. Und im Namen des Mondes informieren wir euch. Hey Moonies, herzlich willkommen zu unserem nächsten Review-Video. Heute möchten wir euch diese ganz besondere Lady vorstellen, die Black Lady SH Figuarts von Tamashii Nations. Ja, es ist interessant zu sehen, denn vorher gab es ja alle Sailor Kriegerinnen und Tuxedo Mask als SH Figuarts und jetzt kommen wohl die Bösen dran. Beziehungsweise macht Black Lady schon mal einen super Start. Ja, wir schauen uns mal die Box genauer an, natürlich auch die Figur, was sie alles zu bieten hat. Was mir schon bei dieser Box aufgefallen ist, ist natürlich die Breite, die Dicke. Ganz schön breit. Hier mal ein kleiner Vergleich. Die meisten von euch werden natürlich die Sailor Moon SH-Figuarts haben. Ein kleiner Größenunterschied quasi. Man kann die fast von der Breite mit der von Tuxedo Mask vergleichen. Aber noch fast. Ja, die Frage ist, warum ist diese jetzt so breit? Ja, schauen wir uns doch mal den Inhalt genauer an. So. Ich habe da immer Angst, dass ich alle Teile verliere, wenn ich es auspacke. So. Ah, hier ist noch eine Gebrauchsanweisung. Was steht denn drauf? Natürlich japanisch. Eine Auflistung der Einzelteile, wie man die wechselt, wie man die bewegt. Und die zusätzlichen Items. Oh, und ein QR-Code. Wohin uns der wohl führen mag. So, das kommt erstmal weg. So, und jetzt. So schaut die gute Dame aus. Packen wir die mal sanft aus. Denn wie gesagt, ich habe immer Angst, dass ich alle Teile verliere. Wie jetzt zum Beispiel so. Sehr vorsichtig eingepackt in sehr viel Plastik. Da haben wir sie. Die Black Lady. Kann man sie sehen? Ja. Mir gefallen ja, dass bei den Haaren, die teilweise an den Spitzen sehr durchsichtig sind. So ist ja auch die kommende SH Figuarts von Sailor Moon aus der dritten Sailor Moon Crystal Staffel. Darauf freue ich mich persönlich extrem. Der Rock ist aus einem etwas leichteren Material. Ich schau mal kurz. Ja, sie hat sogar was an. So, wie es üblich bei den SH Figuarts ist, kann man die Gesichter tauschen und auch die Hände. Man kann quasi die Figur so hinbiegen, dass sie jede erdenkliche Pose einnehmen kann. Dazu gibt es natürlich auch, jetzt muss ich so machen, verschiedene Sachen, wie hier zum Beispiel die Hände. Dann kann man auch was reinstecken oder nur halten. Und die Gesichter. Das erste Gesicht. Ja, so ein melancholisches. Ein böses Gesicht. Und eins, ja, Angriffsmodus würde ich es mal nennen. Dazu kommt noch eine Luna P, aber mit einem bösen dunklen Halbmond. Ist ja auch die böse Version. So. Schauen wir mal, was
vom anderen dabei ist. Fliegt schon alles raus. Was mich da sehr fasziniert ist, dass dieser Stab mit dabei ist. Es gibt die eine Folge, wo sie halt Luna P zu einem Ball verwandeln und damit ja, umherschmeißt. Hier das passende Ponder. Man muss echt aufpassen, dass man die kleinen Teile nicht verliert. Was wäre Black Lady natürlich ohne ihre, ich nenne es mal Stola, ihren Schal? Oh je, wie kriege ich den jetzt drauf? Typisch, Mann. Ich weiß nicht mal, wie man ihn in real anzieht. So etwa. So, auch für die Kamera. Dazu gibt es Gebrauchsanweisungen. Zwar nur auf Japanisch, aber ja. So. Auch die Base ist natürlich ganz klar im Black Lady Style. Was ist das? Die lustige Hintergrundgeschichte bei Black Lady war, nachdem alle Senshi, also alle Sailor-Krieger, als SH-Figuarts erschienen sind, hat man quasi eine Art Umfrage gemacht, was man sich wünschen würde, und dabei sind wohl auch die Bösewichte nicht zu kurz gekommen. Und Black Lady soll allen Voraussichten nach so einer Art Testobjekt sein, sprich, wenn sich diese Figur gut etabliert, ist Tamashii Nations wohl nicht abgeneigt, weitere Figuren der Bösewichte herzustellen. Immerhin stellen sie immer wieder Fragebögen, Umfragen online und fragen auch aktiv die Fans nach, was sie sich wünschen. Finde ich persönlich echt top, deswegen danke. Das Tolle an den SH-Figuren ist natürlich, wenn man alle möglichen Figuren beisammen hat, kann man da echt tolle Szenen nachstellen oder teilweise auch mit den Spielen. Also als ich meine Sailor Moon vor Jahren das erste Mal hatte, habe ich schon etwas mit ihr gespielt und verschiedene Posen ausprobiert, die man auch aus dem Anime kennt. Und ja, Black Lady hat sicherlich sehr, sehr viele Fans da draußen. So auch wie andere Feinde wie Mistress 9 zum Beispiel oder so. Könnte ich mir auch super vorstellen, dass das auch als SH-Figuarts rauskommt. Aber ja, was haltet ihr von der SH-Figuarts? Welche würdet ihr euch denn wünschen? Schreibt uns doch einfach einen Kommentar. Was sollte die nächste SH-Figuarts eurer Meinung nach sein? Egal, ob aus dem alten Anime, aus Crystal oder hey, vielleicht doch auch aus einer anderen Facette. Gebt uns Feedback. Wir sagen danke für die SH-Figuarts und Tamashii Nations und wünschen euch weiterhin viel Spaß auf dem Blog von Sailor Moon German. Danke!